Hallo zusammen, heute geht es nicht um diese Kühlbox, das ist der B31P, sondern um den Unterspannungsschutz und die neue Steuerung von Danfoss. Ich habe die schon im Video vorgestellt. Das ist die alte und das ist jetzt ein Ersatzprodukt, was kommt wegen wahrscheinlich Lieferproblemen. Ich habe auch im Kommentar geschrieben, dass es eigentlich keinen Unterschied für den Endverbraucher macht. Ich muss mich jetzt da ein bisschen korrigieren, weil die Teile sind anders programmiert. Aber gehen wir zurück, wir haben solch eine Kühlbox, wir haben Standardkabel und das Kabel ist nicht nur Standard, das ist normal. Ich habe hier mit zwei Volt, mit einem Voltmeter hier ins Kabel eingestochen, dass ich die Spannung sehe. Hier einstecken. Ich habe hier eine Batteriebox, hier kann ich einstecken. Wechselrichter können wir von mir aus ausschalten. Und ich habe jetzt hier eine Spannung von 13,2 Volt. Ich kann auch hier die Kühlbox einschalten. Dann fängt sie an zu laufen, 24 Grad. Und wir haben hier unten eine Alarmlampe. Wenn ich eine Unterspannung kriege, ich kann auch hier über Set einstellen auf Low, schalte die Box bei 9,6 Volt aus und zwar gemessen hier an dieser Steuerelektron. Also nicht bei der Batterie oder sonst irgendwo, sondern hier an dieser Box. Und wir haben jetzt hier nur noch 12,8 Volt, also ich habe hier nochmal durch das Kabel einen Spannungsabfall. Und meistens ist ja nicht nur das Kabel, sondern ich habe noch eine Bleibatterie, ich habe noch einen Verteiler und weiß ich was alles. Jetzt schalte ich den Wechselrichter ein, weil ich das auch noch habe. Die Spannung sackt zusammen unter 9,6 Volt hier an dieser Steuerung, die hier verbaut ist. Dann schaltet der Kompressor aus. Der Wechselrichter, ich lasse einen Kaffee raus, der läuft eine Minute oder nicht mal. Dann ist er wieder Standby. Dann ist mein Stromverbrauch wieder gering. Oder ich lasse beim Auto den Motor starten. In dem Moment, wo der Motor gestartet wird, fällt mir die Spannung zusammen. Es kommt zur Unterspannung. Das Ding blinkt hier rot einmal. Ich habe auch schon Videos gemacht mit dem Blinken hier in der Elektronik drin. Das ist bei beiden Steuerungen genau gleich. Bei gewissen Installationen, wenn die Zuleitung dünn ist und so weiter, das ist mein Thema jeden Tag, wenn die Wasserpumpe einschaltet, dann geht der Kühlschrank unter 9,6 Volt, pump, schaltet aus, fertig. Und jetzt kommt der große Unterschied. Bei dieser Steuerung, bei der alten Steuerung war es so, sobald ich wieder über die 11 Volt rausbringe, kam eigentlich der Kompressor so wieder, ist wieder gelaufen. Bei der neuen Steuerung ist es so, dass ich 11 Volt eine Minute lang brauche, 65 Sekunden, 68 Sekunden, habe ich nicht so genau gestoppt. Ich brauche diese Zeit, die Mindestspannung von 11 Volt und dann kommt der Kompressor. Also bei der kam nach dem Unterspannungsschutz eigentlich, sobald ich die Spannung wieder hatte, 11 Volt hoch. Ich konnte sogar im Winter runter auf 10 Volt. Und dann ist er gekommen mit dieser alten Steuerung. Mit der neuen brauche ich einfach mindestens eine Minute lang die Mindestspannung von 11 Volt bei eingestellter Temperatur, also bei eingestellten Unterspannungsschutz Low. Bei Standardgeräten, Usenschränke zum Beispiel, haben keine Einstellung vom Unterspannungsschutz. Da ist er Standard einprogrammiert, 10,5 Volt aus, 12 Volt wieder ein. Und wir haben hier zum Beispiel Solarkühlschränke, die verbauen wir mit diesen Steuerungen. Wir bauen auch andere Geräte mit diesen Steuerungen, weil an sich
sie sind von der Funktion her gleich, außer dass ich eine Minute lang Mindestspannung mache. Das ist in gewissen Fahrzeugen, in gewissen Anlagen ein Problem. Weil wenn ich dann irgendwie wieder einen Verbraucher kriege, ich habe die 11 Volt oder 12 Volt bei Standardeinstellung, also Mittel, und jetzt schaltet jemand die Wasserpumpe ein, dann sickt die Spannung wieder runter und es geht wieder eine Minute länger. Aber in der Zeit blinkt das hier. Und dann gibt es Leute, die rufen mich an, die Box blinkt immer wieder, Störung. Ja, ihr habt zu wenig Strom. Schaut, dass eure Elektrik in Ordnung ist. Schaut, dass ihr genügend Spannung habt. Und dann ruft mich doch an. Nicht im Sommer mich anrufen, die Box blinkt wegen Unterspannung. Ja, wenn sie Unterspannung blinkt, wird sie meistens Unterspannung haben. Ich habe hier jetzt eine Spannung hier direkt gemessen von 12,7 Volt. Wenn ich die Box hier ausmache, habe ich 13,2 Volt. Das heißt, über diese Batteriebox, über diesen speziellen High-End-Zigarettenanzünderstecker bis hierher habe ich ein halbes Volt Spannungsverlust. Also das Beste, was ihr machen könnt. Wir liefern das mit diesem Kabel hier. Wenn die Batterie direkt daneben ist, dann nehmt das Kabel und schneidet diesen scheinen Stecker weg, teilt das Kabel und hängt das von mir aus mit einer Sicherung direkt auf die Batterie. Auch beim Auto direkt auf die Zweitbatterie mit einer Sicherung dazwischen. Das gibt fliegende Sicherungen. Und ihr braucht nicht 2,5 Meter Kabel, wenn die Box einen halben Meter von der Batterie wegsteht. Schneidet das Kabel weg. Jedes Kabel hat Spannungsverlust, ist Gewicht im Fahrzeug, aber das ist ein anderes Thema. Macht nicht so viel aus. Ja. Schneidet den Zigarettenanzünder weg und hängt das vernünftig an, weil diese Zigarettenanzünder sind alle nicht genormt, nicht kompatibel. Habt ihr im VW, die haben die scheißigsten Zigarettenanzünder verbaut. Fahrzeugseite. Und die haben keine Normen, die rasten nicht ein, die sind einfach scheiße. Punkt, fertig. Soll es gewesen sein. Ich mache euch hier oben einen Link über diese Kühlbox. Hier unten einen Link über die LED, die hier im Prinzip angehängt werden kann. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.